Seid gegrüßt, liebe Empire-Fans. Herzlich willkommen zum neuen Let's Play Good Game Empire. Hier zur normalen Folge. Naja, normal, ne? Wir sind ja gerade im Barrymore-Event mittendrin. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich finde es ganz cool, so wie Empire das diesmal gemacht hat. Die haben versucht, das ein bisschen ausgeglichener werden zu lassen. Und zwar kannst du jetzt nicht mehr selbst entscheiden, wohin du gehst. Die schicken dich mitsamt deiner ganzen Allianz jetzt immer in dieses Lager, also auf diese Seite, die noch nicht so stark ist. Und das finde ich ganz gut. Ihr seht, wir sind in Rot und Haus Gerbrandt. Es liegt mit 49% beziehungsweise 2% hinter Haus Ursidee. Mein Gott. Ja, was soll's. Ich hab jetzt gerade geschaut. Ich war jetzt eine ganze Zeit lang kurz kochen und hab gesehen, Verteidigung, Niederlage. Mein Lager wurde angegriffen. Mein Gott, das habe ich... Erstmal hier. One Way hat mich angegriffen und hat mich ausgeplündert hier. Ich hatte noch 8 Leutchen. Gestern war echt super lustig. Also ich meine, ich nehme das nicht ganz so ernst hier, ne? Ich reg mich jetzt nicht darüber auf hier. Auch wenn wir selbst verlieren, ja gut, dann verlieren wir. Was soll's. Einige von meinen Abonnenten, unter anderem auch mein lieber Preibisch, der ist hier bei den Blauen. Also sind ganz, ganz viele auch aus dem Fanchat sind bei den blauen Leuten. Und ja, wir haben natürlich gestern im TS dann schon richtig schön, sind wir übereinander hergefallen, aus Spaß natürlich. Und ich hatte gesagt, ich werde meine 900 Truppen alle auf Preibisch schicken. Ja, ich hatte gestern 900 Truppen hier drin. Ja, davon waren heute Morgen noch 8 da. Wir sind heute 500 und ein paar Gequetschte abgehauen, weil ich die nicht ernähren konnte. Und gestern Abend haben wir hier im TS gesessen und ich habe dann die Nahrung gezählt. Ich zeige euch mal eben meine Burg, die brennt natürlich wie Hulle. Ja, wieso heiße ich Tadley? Keine Ahnung, also viele, die meine Videos gucken, die wissen, dass ich eine ganz besondere Beziehung zu unserem Taddel habe. Ich mag den einfach unheimlich gerne und deswegen habe ich mir damals den Namen Tadley gegeben für Taddel und Lay. Das, ja, das ist mein Pseudonym beim LOL-Spielen. Wir spielen ja viel zusammen LOL. Und irgendwie wusste ich nicht, wie ich mein Lager hier nennen sollte. Und deswegen habe ich gedacht, komm, die letzte Zeit bist du oft Tadley, dann bist du hier einfach auch Tadley. Und das ist der Grund, wieso mein Lager so heißt. Würde ich jetzt alles mit Rubinen löschen, würde mich das 88 Rubine kosten. Also ihr seht, das ist super schnell alles wieder gelöscht hier. Gut, dass ich nicht eingenommen wurde. Also ich möchte jetzt nicht direkt hier, kurz nachdem ich hier angefangen habe zu spielen, mein Lager schon wieder verlieren. Ich mache jetzt ganz einfach die Quests. Ich habe jetzt keine militärischen Einheiten mehr hier. Das ist aber auch nicht so schlimm, denn ich werde auch keine Rubine oder sonst irgendwas hier ausgeben, um mir hier Soldaten rüber zu schicken. Wenn ich hier Soldaten habe, dann habe ich die bekommen durch irgendwelche Quests-Erledigungen oder sonst irgendwas. Also ich werde jetzt hier nicht wie einige Leute hier zig Rubine reinstecken oder sonst irgendwas. Da wird nichts reinfließen dergleichen. Ja, es wird hier krass gekämpft. Mal sehen, wie weit wir kommen. Ich glaube, ich habe im Moment 8 Pünktchen. Ja, 8 Punkte. Ich habe gestern wirklich mit meinen Soldaten versucht, zu machen, was ging. Moment, ich kann euch mal eben kurz, hier ist Eroberung einmal gescheitert, hier ist Eroberung Sieg, dann wurde ich direkt wieder rausgehauen und ja, ich habe keinen Kampf gehabt, ganz oft hier auch keinen Kampf. Ja, schade. Und dann immer wieder hier die Belohnungspakete angekommen. Dann haben wir hier einmal desertierte Soldaten, das waren 290. Dann haben wir hier desertierte Soldaten, beim ersten Mal waren es nur 53 und ich glaube, ich habe es gelöscht hier, was heute sind mir wieder welche abgehauen. Ja, da habe ich mich so ein bisschen geärgert und deswegen, ja, hier fängt es ganz schon an, ne? Kein Kampf und so. Ja, ich schicke ganz, ganz viele Leute hin, aber irgendwie ist die meiste Zeit kein Kampf. Ja, da sind welche schneller, weiß ich nicht, egal. Jetzt habe ich erstmal nichts, womit ich hier rummischen kann, gar nichts. Ich muss jetzt gucken, dass ich hier wieder alles schön, ja, meine Feuerchen lösche. Ist ja heute ganz warm draußen, deswegen brauchen wir die heute nicht. Ja, ich schlage einfach vor, dass ihr das auch nicht so ganz ernst nehmt. Packt da bitte nicht so viel Real-Life-Geld rein, weil dieses Barrymore, da kommt so oft und irgendwann wird auch eure Zeit sein, dass eure Fraktion dann wieder gewinnt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das wäre dann das erste Mal, dass ich mit Barrymore nicht gewinne. Die letzten Male, oder beziehungsweise spielt ja schon ganz, ganz lange, auch auf der internationalen Welt, bei jetzt spielen, da haben wir bis jetzt immer gewonnen. Am Anfang gab es ja immer dieses Leopolds Dank, diesen Leopolds Löwen und diesen Bären gab es dann bei den anderen. Und da habe ich auch einige bei mir stehen gehabt in der Hauptburg und irgendwann war es dann einfach doof, weil
ja, man hat jedes Mal, wenn man Barrymore gewonnen hatte, hat man dann halt so diese Deko bekommen. Und schön waren sie anzusehen, wenn man einmal den Löwen hatte und einmal den Bären. Klar, man sammelt ja so ein bisschen auch in seiner Burg die ganzen schönen Sachen von den Events, ne? Aber irgendwann war es dann zu viel. Deswegen war ich auch ganz glücklich, als dann die neuen Sachen kamen. Und zwar, da müssen wir mal kurz zur Hauptburg hin. Also ihr seht, ich bin hier langsam aber sicher, kommen schon so ein paar. Ich würde den ganz gerne jetzt hier freischießen. Aber ja, leider habe ich ja keine Soldaten. Ne? Das ist natürlich traurig. Aber ihr seht, hier kommen schon langsam aber sicher die Blauen an. Mal sehen, wann wir dann halt, wann mein Lager dann weg ist. Und ob es überhaupt noch möglich ist, danach nochmal reinzukommen. Aber genauso gut auf der anderen Seite, die Roten, die sind auch schön am Kämpfen. Ne? Ich jetzt ja leider nicht, das habe ich gestern dann schon gehabt. Aber hier wäre dann halt die Front, 3 Siege bis zur Zerstörung. Ja, 490 bin ich weg von der Front. So ein paar sind noch hier, da, das haben wir jetzt eingenommen hier, das seht ihr, ne? Naja, mal sehen, wie sich das hier alles so entwickeln wird, mal gucken. Also wie gesagt, ich bin nicht traurig darüber, wenn wir es verlieren. Schön war es, dass es mal wieder eine Abwechslung war, und witzig war es auch, dass wirklich ganz, ganz viele Leute, die mit mir jeden Tag zu tun haben, dann auf der blauen Seite waren. War wirklich ganz nett gestern im TS. Ihr könnt übrigens auch immer wieder gerne kommen, ne? Alle, ihr seid gerne eingeladen. Unser TS fasst wirklich viele Leute, da haben viele Leute Platz. tslongplayer.net, da bin ich. Ihr braucht doch keine Angst zu haben. Gestern habe ich ja mit einem Abonnenten Fiesta aufgenommen und hatte den gefragt, ob der ein bisschen nervös ist. Und dann sagte der, ja, er ist nervös. Also ihr braucht wirklich, wenn ihr mit mir in Kontakt tretet, ich bin einfach nur lay, ne? Bin jetzt hier keine große YouTuberin, auch wenn ich irgendwann mal 100.000 Abonnenten habe, dann werde ich mir trotzdem noch Zeit für euch nehmen, weil ich bin einfach nur ein Mensch und so will ich auch behandelt werden. Ne? Ihr könnt da gerne kommen, ihr könnt gerne auch bei mir in den Channel kommen, es sei denn natürlich, ich bin unten im Aufnahme-Channel oder irgendwie in meinem Leilani-Channel, da seht ihr mich dann sowieso nicht, weil ab und zu wird wirklich mal ein bisschen viel und dann muss ich mich ein bisschen zurückziehen mit meinen Lieben, die immer mit mir schon ganz, ganz lange unterwegs sind und bevor das ganze YouTube auch angefangen hat und so. Da gibt es immer mal welche. Auch große YouTuber haben immer mal Leute, mit denen die auch offscreen rumgimpen und zocken. Wir sind nun mal alle Zocker, ne? Und ja, deswegen bin ich dann manchmal in so Channeln, die ihr nicht seht. Aber trotzdem, also ihr könnt gerne bei mir dann in den Channel kommen und sagen, hi, ich bin von Empire oder keine Ahnung, woher ihr kommt. Und ja, ist alles kein Problem. Ich freue mich. Ich freue mich total, wenn unser TS ein bisschen wächst. So, jetzt aber, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich schon wieder total verquatscht. Ja, ich muss zu Leilani und unsere Burgen sind jetzt alle rot. Das ist sehr, sehr cool. Und ich glaube, ich kann jetzt auch wieder Türme ausbauen. Ich glaube, die Zeit ist um. Ja, sehr schön. Heute Morgen hatte ich noch 4 Stunden und ein paar gequetschte und ich bin mega happy. Ich werde euch jetzt mal den Trick zeigen, den mir ganz viele Leute gesagt haben. Ich gehe jetzt ins Baumenü. Dann mache ich hier dieses hin und dann Befestigung. Und da sehen wir dann, welche Türme noch nicht ausgebaut sind und welche noch. Also hier hinten sind wir fertig. Sehr geil. Jetzt werde ich hier vorne weitermachen und ich gucke gerade mal. Nee, dann habe ich wieder morgen früh dann welche zum Ansetzen. Dann werden wir diese Seite hier fertig machen und dann haben wir nur noch 1, 2, 3, 4. Jetzt im Moment haben wir noch 5 Türme, den außen vor. Und wenn wir diese Seite hier fertig haben, haben wir nur noch 4. Juhu! Den Rest mache ich gleich. Nicht, dass ihr wieder denkt, da, Leilani, macht jetzt hier nichts. Den Rest mache ich gleich offscreen. Ich möchte euch nämlich was anderes zeigen. Und zwar hier die Schlacht um Barrymore. Oh, das. Ach, guck mal. Jetzt sieht man, ach ne, jetzt sieht man das ja hier, genau, genau. Ja, für den ersten gibt es hier die Legende von Barrymore, erhöht die öffentliche Ordnung und Rohstoffproduktion um 425, sehr, sehr geil. Ich bin mal gespannt, wann der erste mir schreibt, hör mal, schau mal da und da, derjenige, der hat gewonnen. Ich werde diesmal vielleicht mal schauen, also wie gesagt, 8 Punkte habe ich. Der sieht ja ganz gut aus, ne, also der scheint ja wirklich, da würde ich mir am liebsten das Lager mal angucken. Geht das? Ich glaube nicht, ne, ne. Leider geht's nicht. Ich würde es gerne mal schauen, aber vielleicht kriege ich es noch raus. Ich glaube, das geht. Wenn ich auf der Karte bin, müsste ich diesen Namen dann hier eingeben, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin mir nicht sicher. Ich schreibe mir den mal kurz auf. Das ist XXXX Tom. XXXX. Okay, dann werde ich später mal nachschauen. Sein Lager würde mich echt interessieren, wie das aussieht. Vielleicht schaffen wir das auch jetzt gleich noch.
Gut, für die Top 100 gibt's den Harnisch des Bären, den Helm des wilden Bären oder halt, wie gesagt, für die Roten gibt's den Harnisch des goldenen Löwen und den Helm des Löwen. Das hat beides, der Amazing Scorpion hat die beiden Sachen schon. Erhöht die Kampfkraft der Nahkämpfer um 26, reduziert den Torschutz des Feindes um 22 und erhöht die beim Plündern verursachten Brände um 8. Er zittert vor der Kraft des Bären. Ja, hat man beide Sachen, erhöht das die Kampfkraft der Nahkämpfer nochmal um 40%. Nicht schlecht, Grimbarts Rüstung. Ja, und Helm des wilden Bären und Harnisch des Bären gibt's da. So, lasst uns mal schauen. Wir machen mal heute hier nur eine Folge mit dem... Im Event. Ja, hier muss ich gleich auf jeden Fall dann meine Sachen löschen. So, und jetzt werde ich den Spieler mal suchen. Und zwar XXXX Tom XXXX. So, finden wir dich? Ja, wir finden ihn. Und dann schauen wir uns mal das Lager an, welcher denn der erste ist. Mal gucken, ob das so ein dolles Ruby-Lager ist. Ja. Okay, so kann natürlich ein Lager auch aussehen, wenn man ganz, ganz viele Rubine reinschießt. Und hier, ihr seht die Feldküche, die ist nur mit Rubinen zu bekommen. Die Stallungen auf Stufe 5, Wahnsinn. Hier steht der Wachturm auf Stufe 5. Und natürlich große Zelte. Hier ist schon eins auf 3, also hier ist auch schon eins auf 4. Wahnsinn. Sehr, sehr krass. Ja, hier fließt sehr viel Geld rein. Schaut euch das mal an, hier die ganzen Feldküchen. Also Wahnsinn, ich würde mir das jetzt gerne mal ausrechnen. Auch hier der Graben und die ganzen Türme schon auf 3. Ja, hier ist sogar das Jägerzelt auf Stufe 5. Ich glaube, dieses Lager hat wirklich alles, was man so kaufen kann, hat er sich gegönnt. Ja gut, okay. Natürlich ist das richtig geil, wenn man wirklich Geld en masse hat. Oder bereit ist dafür, sehr viel Geld auszugeben, dann wartet man auf Barrymore, dann schießt man sich hier so ein Lager und, Moment, ist da wirklich tatsächlich ein kleines Zelt? Ja, da steht ein kleines Zelt, Tatsache. dann macht man sich hier so ein Lager und dann guckt man, dass man diese einzigartige Deko bekommt, weil die ist auch wirklich geil und die bekommt man nun mal halt nur hier in diesem, Barrymore und wenn man das einem das wert ist, klar, warum nicht? Dann baut man sich hier so ein Lager, dann guckt man, dass man der erste Platz ist. Wie lange haben wir eigentlich Zeit dieses Mal für Barrymore? Achso, ist ja unbegrenzt, ne? Genau, bis das letzte Lager fällt. Ja, dann hoffen wir natürlich, lieber Tom, dass deine Fraktion auch wirklich wild ist und du wirklich das Ding auch gewinnst dann und ja, dir keiner dieses Lager dann noch wegnimmt und ich gönn's dir auf jeden Fall, dass du das machen kannst. Welche Allianz haben wir denn hier? FOE Unit Power. Okay, ist die denn sehr groß? 60 Mitglieder. Ja. Der FOE-Familie. Wir sind eine Familie. Wir halten zusammen. Wir unterstützen uns gegenseitig in guten wie in schlechten Zeiten. Ja, schön. Also wenn das wirklich funktionieren würde, ne, dass du das Ding hier halten kannst und dass dir auch das keiner wegnimmt. Ach, guck mal, hast du gesehen? Da rennt schon wieder einer. Hat er gerade weggeschickt. Nee, gut, ihr wisst Bescheid. Leute, nimmt das alles nicht so ernst. Es kann nur einer gewinnen. Entweder sind es die Roten oder es sind die Blauen. Und ja, dadurch, dass ich so viele Leute da habe, die ich wirklich mag, gönne ich es den Blauen natürlich genauso. Ne? Auch wenn ich gestern aus Spaß gesagt habe, dass ich den Preibisch mal ein bisschen abfackeln werde. Aber ja, mit 0 Soldaten funktioniert es nicht. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann ein Däumchen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.